Philine Benner-Mahr, wie Anis Amri sozusagen den Fluchtweg freiknüppelt. Kennen Sie ein solches Video? Das ist mir nicht bekannt. Haben Sie schon angefangen, sich dazu schlau zu machen? Weil das wäre ja doch eine Sache, die den Fall vielleicht noch mal in einem anderen Licht darstellt, was mit Wisser, mit Täter und so weiter angeht. Kann ich im Augenblick keine Auskunft zu erteilen. Ich kann im Augenblick dazu keine Auskünfte erteilen. Und wann können Sie das? Kann ich nachreichen. Also Herr Blank, ich kann Ihnen zu diesen neuesten Presseberichten zunächst nichts sagen. Ich kann dazu im Augenblick nichts sagen. Nicht hier und nicht in der Öffentlichkeit, sondern gegenüber den geheimtagenden zuständigen Gremien des Deutschen Bundestages. Alles das, was ich dazu sagen kann, werde ich nachreichen. Nur eine Verständnisfrage, Frau Petermann. Sie hatten auf die Frage von Frau Müller gesagt, dass Ihnen das nicht bekannt ist. Also Ihnen persönlich, Sie haben gesagt, mir ist das nicht bekannt. Ist das Video dem BMI, dem Bundesverfassungsschutz, bekannt? Möglicherweise haben wir uns da missverstanden. Es ist A, mir nicht bekannt und zum Zweiten muss ich das nachprüfen. Ob das im Ministerium bekannt ist? Auch dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Auch wenn ich mich wiederholen muss, bitte ich um Verständnis. Alles das, was ich sagen kann dazu, werde ich schriftlich nachreichen. Erstens haben wir immer Interesse daran, Ihr Informationsbedürfnis zu befriedigen. Und ich werde alles, was Sie wissen müssen und was ich sagen kann, Ihr nachreichen. Können Sie sagen, wann Herr Seehofer davon erfahren hat? Nein. Hat er schon davon erfahren? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Petermann hat noch was nachzutragen. Ja, Herr Jung hatte danach gefragt, ob der Minister davon Kenntnis erlangt hat. Ich habe dazu inzwischen eine Information. Es handelt sich ja um einen Vorgang von 2017. Heute Morgen hat Bundesminister Seehofer von dem Vorgang Kenntnis erlangt und hat angeordnet, dass die dort behaupteten Vorwürfe auch überprüft werden. Fest steht, das kann ich hier an dieser Stelle schon sagen, dass die Strafverfolgungsbehörden der Abschiebung damals auch vorab zugestimmt haben. Und sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, werden wir Sie informieren. Hat Herr Seehofer heute Morgen von der Abschiebung 2017 Kenntnis bekommen oder hat er heute Morgen Kenntnis bekommen von den Vorwürfen, die der Fokus erhebt mit dem neuen Video? Von den Vorwürfen, die sind gemeint. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money, I don't even know why.